Herzlich willkommen auf Obsthof Radars. Mein Name ist Michael und in diesem Video geht es um die App Farmable. Also viel Spaß dabei. So, und da sind wir auch schon wieder. Und wie eben schon gesagt, geht es um Farmable. Sie haben richtig was getan. Wir haben das Ganze jetzt, die App, ein Jahr schon gut in Benutzung. Ich glaube, vor einem Jahr genau oder ein bisschen länger schon haben wir ein Video zu Farmable gemacht. Und sie soll uns den Obstbau leichter machen, soll uns viele Sachen abnehmen, die wir uns nicht merken müssen, sondern dass das die App macht. Wir können Arbeiten erfassen, Notizen schreiben, all so eine Sachen. Und da gehe ich jetzt mal mit euch gemeinsam drauf ein. Und ich würde sagen, wir springen jetzt erstmal ins Webportal rüber und wenn wir auf der Webseite von Farmable sind, springen wir ins Webportal. Da muss man sich natürlich einen Account für Farmable erstellen, ist ganz klar. Dann es dauert einen Augenblick geben. Sehen jetzt schon mal genau die gleiche Ansicht, wie wir auch in der App auf dem iPhone, iPad oder auf den Android-Geräten sehen. Sehen wir hier auch die Ansicht unserer Schläge. Hier links Schläge und Arbeiten. Ganz oben auch wieder unsere Schläge, Aufzeichnung und der Marktplatz. Und im Marktplatz, da finden wir auch unsere Module, die wir natürlich kostenpflichtig dann zubuchen können. Die grundsätzliche App, die Basis, die ist immer kostenlos und das ist auch gut so. Und da kann man schon richtig, richtig viele Sachen mit umsetzen. Wenn natürlich die Module dazukommen, wie eine Zeiterfassung, dann bezahlt man dafür, weil da sitzen auch viele Leute dran, die das Ganze programmieren, die das Ganze erstellen, die sich damit befassen. Und die wollen natürlich auch Geld verdienen, das ist ganz klar. Aber die grundsätzliche App, wo man schon viele, viele Sachen mitmachen kann, ladet sie euch herunter im App Store, im Play Store und guckt einfach mal, was ist das was für euch, was können wir damit machen im Betrieb. Ja, so, die Module haben wir geladen. Wir sehen hier, 3 Stück sind aktiv. Da unten ist schon 4. Das kenne ich noch gar nicht. Also da kann ich euch auch noch nichts zu sagen, aber man sieht da auch wieder, sie machen was. Sie setzen was um, sie bewegen sich. So, das obere ist die Zeiterfassung. Hier können wir Teams, Teamleiter, alles Mögliche erstellen, das machen wir gleich gemeinsam und können unsere Zeit erfassen. Dann das Reporting-Modul, da können wir uns Dateien downloaden, eine CSV-Datei, eine XMSL, schieß mich tot. Gucken wir gleich, wie das heißt, ich bin gerade da raus. Oder Safe-Spraying-Module, das ist einfach ein Modul, wo wir unsere Pflanzenschutzmittel hinterlegen können. Das können wir auch schon in der Basisversion, aber hier noch genauer mit Wartezeiten. Die App warnt uns dann, alles Mögliche, schauen wir uns an. So, die 3 Module, die kenne ich, da sage ich euch was zu. Ja, in die Aufzeichnung gehen wir, da haben wir gleich das Reporting-Modul abgeschlossen. Hier sehen wir Arbeiten, Stunden, Ernte zum Beispiel. Und dann können wir hier oben auf Exportieren gehen und können uns eine XLSX oder eine CSV-Datei herunterladen und damit dann dementsprechend weiterarbeiten. So, Schläge, das ist diese Ansicht. Hier oben Betriebsangaben, Mitarbeiter verwalten, unser Abo verwalten, die Zahlungen, Präparate, Indikationen, die Teams, Zeiteinstellung und Flächenimport. Mit dem Flächenimport habe ich so noch nichts gemacht. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, diejenigen, die da schon mal was mit gemacht haben, ob man dann sofort die Flächen rein importiert. Aber wie ich die Flächen einzeichne, das ist sowieso ein bisschen spezieller, das zeige ich euch auch gleich nochmal. So, die Zeiteinstellung fangen wir da mal mit an. Das ist einfach die Funktion. Hier sehen wir, 5 Stunden arbeiten wir und dann wird 1 Stunde Pause automatisch abgezogen in der App. Vorab nochmal, wir müssen das immer jetzt gerade noch im Browser einstellen. Das heißt, die Einstellung zur Pausenzeit, die Einstellung zu den Teams, die wir erstellen, das müssen wir derzeit noch im Browser machen. Das geht in der App aktuell noch nicht. Das ist so ein kleiner Haken. Da muss man mal eben einmal ausweichen. Jetzt auf dem iPad kann ich ja einfach wechseln zum Browser. Da muss ich jetzt nicht am PC gehen. Am Handy geht es nicht, da ist der Display zu klein. Wir sehen das hier, 5 Stunden, 1 Stunde, dann wird automatisch die Pause abgezogen. Das kann man natürlich aber auch hier anpassen. Teams, da kommen wir zum Spannenden und hier sehen wir Teamleiter, das bin ich, habe 2 Mitarbeiter unter mir und führe dieses Team und kann dann halt auch die Zeit erfassen, kann das Team einstempeln, ausstempeln, das sehen wir gleich in der App am besten. Erstellen wir ein neues Team, kann ich hier die Person auswählen, wer soll das machen, wer ist der Teamleiter. Im Herbst ist es natürlich immer schön, wenn der Hauptmann das Team leitet, für den und den Pflücktrupp und erfasst dann die Zeit. Können dann Namen noch hier benennen, wie das Team heißen soll und dann Personen hinzufügen. Er fängt gleich mit 3 hier an, weil wir hier ja schon 1 und 2 haben an Mitarbeitern. So, wollen wir nicht speichern, wir haben hier unser Team Frühjahrsarbeit, sehen wir gleich in der App auch noch wieder. Indikation, das ist sowas wie Blattläuse, Feuerbrand, Apfelwickler, das sind hier unsere Indikationen, die wir beim Spritzen angeben können. Die können wir natürlich hier im Browser auch erstellen, das geht aber auch in der App. Präparate,
Wenn wir jetzt das Modul haben und wir gehen auf Präparat hinzufügen, dann können wir hier wesentlich mehr einstellen und Anwendungszeitpunkt, Wirkstoff, Wiederbetretungsfrist und all sowas. Ich weiß gar nicht, was in der Basis schon möglich ist, aber mit dem Modul kannst du hier wesentlich mehr machen und kannst dann halt auch in der App gewarnt werden. Das Ganze müssen wir jetzt leider noch immer selbstständig eintragen. Es gibt aber auch noch andere Programme, wo wir jetzt auch persönlich unsere Pflanzenschutzaufzeichnung mit eintragen. Da sitzen professionelle Leute hinter und tragen diese Mittel ein. Wie lange ist die Aufbrauchsfrist? Ist das Mittel noch zulässig? Und das wird immer Stück oder immer auf dem aktuellen Stand gehalten. Und da musst du keine Kopfschmerzen haben, dass das nicht aktuell ist. Und das ist hier jetzt noch nicht der Fall. Also sie haben jetzt noch nicht die Befugnis, die Mittel hier oder die Dateien zu kriegen, um das hier einzufügen, dass das auch automatisiert wird und ihr euch da keinen Kopf vormachen müsst. Also ihr müsst jetzt, wenn ich daran gehe, muss ich das aus meinen anderen Programmen rausschreiben, die Mittel hier eintragen. Und wenn da irgendwas sich ändert, dann muss ich da immer am Laufenden bleiben und das hier wieder hinterlegen. Deswegen mache ich die ganze Pflanzenschutzaufzeichnung auch noch nicht mit Farmable, sondern immer noch, wie wir es herkömmlich gemacht haben, mit unserem anderen Programm. Spritzaufzeichnung kann man hier aber wirklich gut mitmachen, denn das sehen wir gleich auch noch. Man kann die Spritze ausrechnen, wie viel Mittel muss da rein, das zeige ich euch gleich nochmal im Schnelldurchlauf. So, die Abos können wir hier verwalten. Wie eben schon gesagt, die zusätzlichen Abos, die Module, die sind kostenpflichtig, da müsst ihr jährlich für bezahlen, schaut da einfach mal rein. Aber ihr habt für jedes Modul 30 Tage zum Testen. Und das ist auch schon mal eine Ansage und dann könnt ihr gucken, brauche ich das nicht. Das finde ich schon mal wirklich gut. Mitarbeiterverwaltung, Betriebsangaben, das ist nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir können uns hier abmelden und springen rüber zum iPad. Ja, wir sehen hier Hauptansicht, läuft schön flüssig die App. Gut, ich habe jetzt hier auch ein neueres iPad. Ich hatte auch mal ein Android-Tablet, was sehr günstig war, um das auch einfach mal auszuprobieren, wie funktioniert das. Habe ich aber dann auch wieder zurückgeschickt. Ich wollte das erst im Tracker haben. Hat mich angekotzt, es war nur am Ruckeln hier. Wenn du einen Schlag zum Beispiel zeichnen wolltest, das ist dann sofort abgestürzt. Also ein bisschen Leistung braucht ihr, aber es läuft auch schon wirklich sehr gut auf den meisten Geräten. Ich kann jetzt sowieso fast nur für Apple sprechen, weil wir eigentlich auch fast nur Apple-Produkte im Betrieb haben, sprich iPhone. Speziell zu unseren Schlägen, wie wir die einzeichnen, ihr seht schon hier, wir haben immer unsere Schläge, so wie wir das gepflanzt haben, zusammengefasst. Das heißt, wenn wir jetzt mal reingehen und wir sehen jetzt hier Red Flame zum Beispiel 26 bis 27, das sind zwei Reihen. Ne? Also die 2R steht immer für zwei Reihen. So hat man einen schnellen Blick, kann sofort sehen, zack, jo, drei Reihen sind das da, von da bis da. Am Baumpfahl ist immer die Nummer. Wenn da jetzt derjenige hinfährt zum Arbeiten, sieht er sofort, zack, da muss ich hin. In der App hat er es dann auch schon gesehen und kann sich dann halt so orientieren im Hof. Und so kann eigentlich auch jeder bei uns im Hof dann arbeiten. Das ganze Einzeichnen dauert natürlich sehr, sehr lange. Wenn wir jetzt einen Schlag einzeichnen, aufs Plus, Schlag zeichnen. Und dann können wir hier mit unserem Punkt dann einmal tippen auf den Punkt. Wir haben den ersten Punkt gesetzt, wieder tippen. Und so können wir dann halt ein Feld umrahmen und können ein Feld, eine Fläche anlegen. Das ist aber natürlich sehr viel Aufwand. Ich saß hier, ja wie gesagt, 24, 30 Stunden bei und habe das so eingerichtet hier, dass ich hier richtig wunderbar mit arbeiten kann. Und jetzt kann ich halt auch so Moves machen, wie ich gehe jetzt hier auf die PCP, die 5 Reihen, und will da jetzt Pflanzenschutz ausbringen. Wir können es jetzt ja auch mal gemeinsam machen. Arbeit erfassen, spritzen, sprühen und zoomen jetzt hier mal rein, wo unsere Anlagen sind. Wir haben jetzt gerade eben gesagt, wir wollen diese Reihen hier, die 5 Reihen behandeln, gehen auf Weiter. Wir machen jetzt hier mal eben schnell was zu, einfach irgendwas, muss jetzt auch gar keinen Sinn ergeben. Wir wählen hier einfach ein Mittel aus, ergibt gerade keinen Sinn, aber wir wollen das mal eben schnell durchführen, gehen auch weiter, wählen unser Spritzgerät, was wir angelegt haben, an, 250 Liter Ausbringmenge, können Mitarbeiter auswählen, gehen wieder auf weiter, dann sagen, wann er das machen soll. Ich habe mich jetzt selber ausgewählt, könnte das jetzt planen oder starten. Ganz oben sehen wir jetzt, 117 Liter brauche ich, 23 Gramm Flint brauche ich und sehe das hier total. Wenn die Spritzmenge über 1500 Liter kommt, weil meine Spritze ja nur 1000, wir haben hier eine Spritze ausgewählt mit 1000 Liter Fassungsvolumen. Und wenn ich jetzt über 1000 Liter komme, dann steht hier natürlich auch, wie viel Spritzen muss ich dann machen. Na, also wie viele Tanks bringe ich aus und was muss ich im letzten Tank reinmachen. Na, also wie, das zeigt er dir dann auch sofort an. Je nachdem, wie viel Fläche du ausgewählt hast. Jetzt brauchen wir natürlich keine ganze Spritze, ist logisch.
sehen dann hier nochmal den Schlag, was wir behandeln sollen. Und das kann man dann natürlich auch dem Mitarbeiter senden. Hier sieht er nochmal die Hinweise, die er lesen muss, bestätigen muss. Und dann kann man den Auftrag starten und ausführen. Und man weiß sofort, was muss ich in die Spritze tun. Ne? Aber wieder, wie gesagt, die Mittel müssen natürlich dementsprechend hinterlegt sein und gepflegt sein, weil man ja hier die Aufwandmenge eingibt. Und das muss natürlich dann passen. Ne? So, das wollen wir nicht speichern. Wir sind jetzt hier in der App drin, können ja mal die ganzen Punkte hier unten durchgehen. Fläche ist klar, da sehen wir unsere Flächen. Arbeiten, da sehen wir unsere Arbeiten, die aktiv sind und die erledigt sind. Ne? Hier sieht man hier oben heute geplant, erledigt die Woche, erledigt die Saison. Abgestorbene Pflanzen zum Beispiel, das sind hier Standorte. Das ist ein Entwurf und jetzt könnte ich den Auftrag erteilen, dass derjenige die abgestorbenen Pflanzen hier bearbeiten soll. Was mich jetzt noch stört ist, wenn ich jetzt einen Entwurf erstelle und ich gehe auf einen Standort rauf, den ich hier gerade hinzugefügt habe, dann kann ich nichts weitermachen. Gehe ich jetzt aber auf den Auftrag erteilen und starte die Arbeit, dann kann ich ein Foto hinzufügen. Das wäre aber ja eigentlich eher sinnvoll, wenn ich das schon beim Entwurf kann. Weil ich stehe jetzt ja hier gerade, ich will ja nicht die Arbeit ausführen, ich will jetzt den Entwurf machen und will ein Bild da schießen, dass er genau sieht, hier ist der Baum, so und so sieht das aus, dass er den sofort erkennt. Und das würde ich mir wünschen, wenn das noch gefixt wird, dass wir hier dann auch im Entwurf ein Bild schießen können. Und dann kann man das hier so abarbeiten. Also das ist wirklich richtig gut umgesetzt. Arbeiten hier, die aktiv sind, die erledigt sind, kann man hier dann auch sehen. Kann das dann halt in der Historie alles einsehen. Nächster Menüpunkt sind dann die Notizen. Und hier oben sehen wir jetzt Kreisbauamt. Das sollte eigentlich Krebsbaum heißen. Hier in den Welland ist ein Krebsbaum. Mama ist neulich durch den Hof gegangen und hat dann da einen Krebsbaum entdeckt, hat eine Notiz erstellt, hier gleich schön mit dem Bild, weil wie gesagt, wenn wir die Arbeit erfassen wollen und in dem Entwurf können wir noch kein Bild hinzufügen, machen wir es derzeit noch mit den Notizen, weil wir sonst immer den Auftrag erteilen müssen. Sehen wir hier schön die Krebsstelle, den Standort und dann weiß man, jo, da ist was. Da muss ich hin, wenn ich jetzt mal spontan irgendwie da in der Anlage hingehe, dann weiß ich, jo, nimm dir eine Säge mit, da ist eine Stelle, die kannst du behandeln und sägst sie raus. Und wenn du das dir nur so im Kopf merken sollst, dann weißt du es nicht mehr genau. Ne? Das sind die Notizen. Auf Meer sehen wir jetzt schon die Stunden. Und die Stunden, das ist ein Zusatzmodul, was wir gebucht haben. Und dann können wir hier, ich habe jetzt mal hier ein Beispiel eingegeben. Wir nehmen jetzt mal hier einen Beispielmitarbeiter hier. Warte mal, zack. Hier sind mal ein paar Einträge eingetragen, dass ihr das mal seht. Die Woche ist nichts passiert, im Monat 201 Stunden und in der Saison 610 Stunden. Hier sehen wir dann die Einträge, gehen wir jetzt hier mal rauf, sehen wir, woran wurde gearbeitet, anbinden. Auf welcher Fläche können wir uns einblenden lassen? Jo, da wurde gearbeitet und natürlich von wann bis wann. Eine Notiz wurde nicht hinzugefügt, hier unten, keine Anmerkung. Und so sieht man das dann halt, ne? So kann man das genau sehen, schön eingetragen. So, wo bin ich selber? Hier, gehen wir da mal rauf, dann sehen wir hier am 31. Mai, heute habe ich 14 Minuten gearbeitet, denn da habe ich mich eingestempelt. Wir können uns ja mal eben einstempeln. Aufs rote Plus in der Mitte und hier sehen wir die ganzen Sachen, die wir machen können. Schlagzeichnen, Arbeit erfassen, Notiz schreiben, Ernte eintragen und einstempeln. Einstempeln. Wir gehen auf einstempeln, 12.10 Uhr, wen stempel ich ein? Mich stempel ich an. Oder ich könnte das Team Frühjahrsarbeit einstellen. Da bin ich ja der Teamleiter und kann somit auch über das Team entscheiden und könnte jetzt sagen, du, Frühjahrsteam hat gearbeitet und dann kann ich darüber die Macht haben. Das müssen wir natürlich jetzt noch immer leider im Browser erstellen. Das geht noch nicht in der App, dass wir die Teams anlegen. Die muss ich natürlich anlegen, damit ich hier auch was auswählen kann. Das mache ich im Browser, das habe ich euch eben gezeigt. Und wenn ich das hier schön angelegt habe, dann erscheint das auch in der App. Und dann kann ich halt auch demjenigen Mitarbeiter, der Teamleiter sein soll, ein komplettes Team abgeben und er kümmert sich dann darum. Oder ihr macht es dann halt selber, so wie ich es jetzt hier mache. Ich stempel mich aber jetzt mal ein, keine Anmerkung, zack, sende das Ganze. Und wenn ich jetzt aufs Plus gehe, dann sehe ich, ich könnte mich ausstempeln, bin aber schon eine Minute aktiv hier am Arbeiten, könnte mich jetzt ausstempeln. Wir lassen jetzt einfach mal im Laufen. Stundenzettel erstellen könnte ich jetzt auch machen im Nachhinein oder ich mache es jetzt, man kann es auch immer so machen. Dann gehen wir hier rauf, wann, Arbeitsdatum, können wir jetzt was auswählen, wir können auch gestern machen, Startzeit 0.45 Uhr oder 0.30 Uhr, habe ich gerade drauf gedrückt, macht das Ganze bis 3.30 Uhr, das heißt, es sind 3 Stunden. Wer hat gearbeitet, da wähle ich mich mal eben aus, sonstige Arbeiten, woran, könnten wir hier jetzt auch auswählen, Fläche könnte ich hier auswählen, drücke einfach mal irgendwo rauf und eine Anmerkung hinzufügen.
Wenn ich jetzt hier oben die Zeit verlängere und gehe jetzt zum Beispiel mal auf ja, 7 Uhr, dann hat er 5,5 Stunden gearbeitet und es wurde eine Stunde Pause abgezogen. Man sieht das hier unter der 0.30 Uhr. Das heißt also, wir haben schon die Pause mit abgerechnet, die wir im Browser eingestellt haben. Nach 5 Stunden soll er eine Stunde Mittagspause oder Pause halt abziehen. Ne? Ja, das Ganze brauchen wir jetzt nicht speichern. Das kann raus und das ist halt quasi die Stundenerfassung. Hier auf mehr und auf Stunden sehe ich dann alles, was ist passiert, wer hat gearbeitet, da kann ich alles nachrecherchieren und es ist eigentlich total simpel und einfach gehalten, wie auch die ganze App. Ja, also man kommt da schnell durch, genauso die Ernte. Dieses Jahr ist natürlich noch nichts geerntet worden und wenn ich einen Ernteeintrag erstellen will, dann gehe ich hier einfach auf Ernte eintragen plus Ernte eintragen und genau dieselbe Prozedur hier wie bei den Stunden. Was wurde gepflückt, was hier, das kannst du alles eintragen. Foto kannst du machen, Standort kannst du machen. Also das ist wirklich richtig gut umgesetzt. Das probiert das einfach selber mal aus. Man kann natürlich auch vorab noch diverse Sachen erstellen. Das macht man in den Betriebsangaben oder in der Betriebsverwaltung. Da kann man die Mitarbeiter verwalten, die Indikationen verwalten. Präparate kann man hier auch schon verwalten. Kistengröße ist interessant, wie viel Gewicht da drin ist von den einzelnen Sorten. Das ist wieder entscheidend, wenn ich die Ernte eintrage. Also man muss schon so ein bisschen vorher hier planen und eintragen. Geräte, zum Beispiel unsere Spritzen, kann ich jetzt hier sehen. Wenn wir da raufgehen wollen, das bearbeiten, dann kann man hier das Fassungsvolumen, den Tank, das Tankvolumen, die Ausbringmenge, das kann man hier anpassen und den Namen eingeben. Oder man gibt hier andere Geräte an und die könnte man dann wieder bei verschiedenen Arbeiten angeben. So, wir gehen hier mal wieder raus. Labels kann man hier noch machen. Unter auch immer schön beschrieben, Liste betriebseigener Kategorien zur Organisation von Notizen. Also es ist auch immer schön gleich beschrieben, dass man da ein bisschen was mit anfangen kann. Ja, das ist, glaube ich, hier alles, was wir jetzt hier so machen können. Ne? Also hauptsächlich machen wir mit der App so Sachen wie unsere Berechnung kontrollieren. Da haben wir dann einen Auftrag erstellt, haben Standorte gesetzt. Musste dann leider den Auftrag schon starten, weil wie gesagt, im Entwurf kann ich keine Bilder machen. Hab den dann gestartet und hab dann dazu ein Bild gemacht. Und hab mit Papa das vorher abgefahren, hab da dann die Standorte erstellt, hab ein Bild gemacht, das gespeichert, einen Auftrag erteilt, am Mitarbeiter gesendet und ohne dass wir telefoniert haben, hat der das komplett abgearbeitet. Das heißt also, der wusste genau, was Sache ist. Anhand des Bilds, ich habe eine kleine Notiz hinzugefügt, Regner dreht nicht, all so eine Sachen und ohne Murren, zack, abgearbeitet. Wir haben nicht ein Wort geredet, einfach in der App Auftrag erteilt, er kriegt eine Push-Nachricht, klickt drauf, zack, startet den Auftrag und gut ist. Und das sind so Sachen, die sind richtig, richtig schön und das ist auch wie beim Bäume nachpflanzen. Wenn du beim Schneiden bist, geh rauf, zack, Eintrag, bumm. Ja, und das nutzen wir sehr, sehr viel momentan. Einfach der ganze, ja, alles, was so am Laufen ist. Hier fehlt ein Baumfall, hier ist was abgebrochen, hier ist eine Krebsstelle, wie eben auch in den Notizen zu sehen. Und das macht richtig, richtig viel Spaß. Die ganze Ernte trage ich hier ein, weil man einfach schön sehen kann. Wir brauchen jetzt einfach nur mal hier auf irgendeinen Schlag raufzugehen. Wir nehmen jetzt hier mal PCP 83 bis 86, 4 rein. Wir gehen darauf und sehen jetzt hier 0,58 Hektar. Können sehen, was ist hier passiert, sind hier Arbeiten ausgeführt. Guck mal, hier wurde schon mal Förderung der Blütenbildung, Erntelandbrechung, hier wurde ausgedünnt, das wurde durchgeführt. Fruchtfolge können wir hier sehen, ist noch nichts neu gepflanzt worden, da ist einfach nur, da stehen die PCP von 14 und die Ernte natürlich. Und hier sehen wir Ernte 21, 22,7 Tonnen haben hier gesessen, letztes Jahr am 17. September und Sorte PCP, das kann man hier sehr gut sehen. Und dadurch, dass ich das so genau eingezeichnet habe, kann ich halt das noch genauer und detaillierter alles sehen. Und das macht halt Spaß zu sehen, wie die App wächst. Schreibt gerne in die Kommentare, schreibt da unter wirklich rein, was stört euch, was seid ihr an Verbesserungen, was, nur so wächst die App. Ne? Schreibt Max an, Max Bang, mit denen haben wir auch viel Kontakt, haben uns auch schon öfter mal getroffen und uns ausgetauscht. Ja, schreibt Farmable an, so wächst die App. So, ich glaube, die Liste bei Farmable ist noch so lang, was sie alles in der App integrieren wollen. Wenn ihr sehen wollt, was es Neues gibt, dann könnt ihr hier, wo muss ich hin? Profil? Genau, hier sehen wir ja noch Angaben und dann kannst du auf was gibt's Neues raufgehen und dann werdet ihr sofort weitergeleitet und seht hier oder könnt hier durchlesen,
was sie Neues gemacht haben. Und so bleibt ihr immer aktuell auf dem aktuellen Stand und wisst, jo, da ist was Neues hinzugekommen. Wenn ihr die App startet nach dem Update, dann kriegt ihr auch sofort einen Link, wo ihr raufgehen könnt und werdet dann auch dahin geleitet. Genau. Also, kostenlose App, probiert es aus, testet das Ganze mal. Und wenn ihr mehr damit machen wollt, gibt es die Module, wo ihr jährlich für bezahlt. 30 Tage kostenlos ausprobieren. Und probiert es einfach mal aus. Wir stempeln uns jetzt zum Schluss nochmal aus. 7 Minuten haben wir hier was gemacht. Ausstempeln. So, was muss ich jetzt hier machen? Wieder schön übersichtlich gehalten. Sonstige Arbeiten machen wir jetzt mal hier. Fläche wählen wir noch aus. Ich war jetzt hier auf dem Hof, Hofstelle. Zack, wähle das mal aus. Anmerkung habe ich nicht. Senden. Und jetzt, wenn wir auf mehr gehen, Stunden, dann sehen wir bei mir 8 Minuten am 31. Mai hat er gearbeitet. Und ja, sonstiges steht da jetzt. Wie gesagt, das haben wir hier, wo wir unsere Arbeiten erstellen können. Wo haben wir es? Geräte. Hier, Arbeiten. Ne? Anbinden. Das erstellt ihr hier, jetzt macht ihr hier eine neue Arbeit und könnt jetzt sagen, wie ihr die Arbeit nennt. Zum Beispiel Bäume anbinden. Und dann könnt ihr hier auch die GPS-Koordinaten anlassen. Das ist das zum Beispiel, das beim Spritzen sehr schön ist. Wenn ihr jetzt spritzt, dann funktioniert mit dem iPhone 13, 12 und 11 sehr, sehr gut. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Da funktioniert das GPS auch. Und dann folgt er und zeichnet auch genau da auf, wo ihr längst gefahren seid. Und könnt dann genau sehen, ist der Mitarbeiter auch wirklich da längst gefahren oder nicht. Und dann kann man es gut verfolgen, wenn man die Spritzung startet und den Auftrag erteilt. Also das ist wirklich richtig, richtig gut gemacht, richtig gut umgesetzt. Ja, schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr noch wissen wollt. Speziell, dann mache ich da nochmal ein Video zu. Oder packt das als kurze Sequenz in einem anderen Video mit rein und erkläre euch das nochmal eben. Und dann passt das. Also mit den ganzen Standorten markieren, gerade bei Berechnung, all sowas, ist das richtig gut. Bei Spritzung, dass man genau weiß, wie viel Mittel muss da rein, wenn man die Schläge so einzeichnet. Das ist so eine richtige Erleichterung, auch beim Ausdünnen jetzt gerade war es richtig, richtig gut. Da konnte man das einfach auswählen. Für die Aufzeichnung, da warte ich noch drauf, dass sie da noch genauer werden, dass die Mittel einfach noch mehr passen, dass ich das nicht selber eingeben muss, weil da habe ich die Sicherheit einfach nicht hinter, wenn sich jetzt spontan was ändern soll beim Mittel. Wartezeiten bzw. Aufbrauchsfristen und all sowas, Zulassungsgenehmigungen und bla bla bla, brauchst du einfach die Sicherheit. Ne? Genau, in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Das war ein Video, Farmable, die App. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick kriegen können, was da möglich ist. Neues Modul gibt es auch schon wieder. Könnte man jetzt mal 30 Tage ausprobieren, was man damit machen kann. Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass nicht jedes Modul was für jeden ist. Ne? Also das muss auch schon Sinn haben. Man bezahlt da dann auch Geld für. Und dann muss das auch Sinn ergeben. Ne? Wenn das keinen Sinn für euch ergibt, dann braucht ihr das auch nicht abonnieren. Und deswegen sind diese 30 Tage natürlich richtig, richtig gut, dass ihr es macht. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Ja, bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.